Ich, weiblich 25, suche Tolkien, finde ich ganz so ruhige Stunden. Sorry, 25-jährige KJD, du kannst dich gerne bei mir auf Instagram bewerben. Schreib mir eine DM und dann review ich dein Profil natürlich. Kein Problem, bewirb dich. Bin ich ganz so ruhige Stunden. Poldi, beruhige dich, Poldi. Poldi, Ruhe, mein Freund. Sie Trinity eigentlich jetzt noch auf Gangplank? Nein, Trinity ist ein fucking schlechtes Item auf Gangplank. Don't buy it. Ich glaube, Gangplank wird auch noch einige Änderungen erfahren mit den Items, die es aktuell gibt. Ihr seid entweder den AP-Path gehen, den Essence-Reaver-Path oder den Divine-Irgendwas-Path. Aber bitte kein Triforce. Anyway, was gehe ich jetzt für den Champion? Nochmal Runde Waldemar? Ah ne, wir haben schon viel zu viel. Oh, Aatrox, wir haben schon genug AP. Tolkien ist Dead Mouse. Ja, das werde ich dir jetzt announcen. Hier in diesem Ranked-Game. Ja, das ist mein Announcement, Guys. Dem guten alten QU Lucian, werde ich das beantworten da. Dün, 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 dün. Oh fuck, die Mini gemisst. Oh, ho, ho. Oh, ich bin jetzt Level 3. Ist halt crazy, ne? Wie hart ich sie auch played habe und dass ich den Trade trotzdem verliere. Actually, ich habe den Trade nicht wirklich verloren. Never mind. Bam, Junge! Also, dass sie da. Sie kann es actually so spielen, wenn sie wartet, dass mein Conker ausläuft. Wäre sie in der Sekunde später auf mich gejumpt, wäre mein Conker ausgelaufen. Solo-Kill! Bam! Das war kein Dind. Ich bin jetzt Level 4. Eigentlich kann sie mich nicht diven. Also, auch zum Recon-TP, bevor sie Passive Shield hat. Ah, da war ich ein bisschen zu hype. Zu hypey. Ja, jetzt musst du weg, Inkame. Ah! Du Loser! Oh, können wir das töten? Na, niemals. 8 Sekunden CD. Ah, die WF ist fucked für sie. Und sie musste flashen. Habe ich Hardpush da. Oh, sie stayed. Dann Hardpush ich nicht. Bam! Wo ist mein Jungler? Farm meine Wave. Farm die Wave, farm die Wave. Dann ist sie nicht lost. Was wurde aus dir, Zack? What happened? Zack, was ist passiert aus dem Satz, den du geschrieben hast? Was wurde aus dem. Oh, es ist nicht mehr. Doch hier. Ken Solo into Early Top. Was ist daraus geworden? Ich habe den Gank gepinkt. Ich habe ihn erwartet. Aber. What happened, Zack? Ah ja, immer ein Summer Camel gesolo killed. War quite crazy. Bone Padding. Bam! Into Destruction. Follow me into destruction. Ach, ich liebe diesen Champion. Er hat eins der besten Voiceovers im Game. Meine Tierlist ist Jhin, Number 1. Bestes Voiceover. Auch richtig geiles Design. Number 2 Aatrox. Fucking nice, der Champion. Dann nehmt euch keinen von den Skins, die ein Autotune-Voiceover haben. Also was wie Mecha oder die ganzen Cringe-Skins. Wo seine Stimme so mega verzerrt wird. Wir win dies. Wir win dies. We won this. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Woo! Hab ich bitte Jungler bekommen? Jill, wenn ich die Jungle hätte, das wäre einfach ein Pentakill, Mann. Ah! Das ist eigentlich so eine Tragödie, dass die Ninja Tabi von allen Items umgenannt haben. Oh! Nice. Mein Kill. Warum auch immer, wir haben sie Ninja Tabi genannt? Plated Steel Caps. Was für ein Cringe-Name. Oh, clean den Ward mitgenommen. Ist einfach so schön, dieser Champion. Ich liebe Aatrox. Bitterroot Games bufft Aatrox Schaden an Minions und ich schwöre euch, ich spiele 200 Games nur Aatrox in Folge. Wenn Aatrox wieder Damage an Minions macht, dann spiele ich nur noch den Champion. Der Rakan ist hier und Zac Recall ist einfach so cringe. Jetzt pinkt er Botlane. Von allen Lanes! Jetzt Rakan hier allein, der ist einfach useless. Geh weg, Janna ist auch da. Mit Zac hätten wir gerade ein Window gehabt, auf der Cannon Wave zu diven. Aber nicht zu zweit.
Das ist einfach so bad. 600 Gold. Fair enough. Kein Problem, Zack. Dann geh zu dem 1-2 Lucian. Make fucking sure, mate. Make fucking sure. Ist wirklich worth, meine Q gegen ihre Shit zu benutzen, da. Ich muss das machen und trade sie einfach for free. Und hier, immerhin halt mich auch meine Q. Unabhängig davon, ob ich Schaden an ihr mache, ob sie das Shit, kriege ich ja trotzdem Heilung von meinem E. Hab ich State bekommen? I think so. Bis so wie Spiele werde ich safe gegankt. Karl ist gerade Botlane gestorben, deswegen habe ich es mir erlaubt, so zu spielen. Keine Angst, dass er mich ganken kann. Und wir haben auch gute Vision im Blue. Jetzt sehen wir den Kha'Zix im angesprochenen Quadranten. Oh, eine Frau mit Flügeln. Hat sie Flügel? Ne. Leider meine Q auf Jenna gemisst. I am the... Bitte hab kein Ult, bitte hab kein Ult. Bam! Ah! We take this! Bam, Junge! Müsst ihr aber raus, bevor er mit TP hat. Oh, ich liebe diesen Champion. Vielleicht ist es auch wieder Valve, jetzt wo Black Cleaver den insanesten Bildpuff des Jahrhunderts hat. Wir sollten hier raus. Wir haben da TP. Und nicht davor, die sollten also demnächst respawnen. Bam! Wir fighten! Ich hab Blut! I am Darken! Your gods! Fear me! Der Champion ist so fucking nice, Twitch Chat. So ein cooler Champ. Ist einfach so nice, dass es einen Champion wie Arthur Swift noch gibt. Ich meine, der ist schon ein paar Jährchen älter, so 6, 7 oder so. Seit Rework nicht ganz so lang. Aber ne, wenn jetzt die Champions jetzt rauskommen, Lilia cute Ovo, Seraphine cute Ovo, Lilia cute Ovo und all diese ganzen KDA-Skins, Champions, aber Aatrox einfach immer nochmal ein geiler Champion. Kein Hentai-Anime-Weep-Champion, einfach ein geiler Champ. Ein Champion, der mir gefällt. Nice. Oh! Oh! Oh nein! Oh. Das ist ein HP. Der Jenner steht bekommen. Bin in den Cage reingelaufen, eine Sekunde zu früh. Bam! Set ist auch ein nicer Champ. Ja, aber Set ist so ein. I mean, ja, Set ist ganz cool, aber es hat auch so ein bisschen so weird. Er ist so ein halber Vogel oder so. Ein Vastalion oder sowas. Ah, das ist geil. Ja, aber Geschmack letztlich nicht streiten, Leute. Scheinbar gefallen mehr Leuten, scheinen diese Hentai-Anime-Weep-Champions zu gefallen. Deswegen kommen mehr und mehr Champions raus mit diesen Skins und diesen Storylines. Aber da bin ich halt in der Minderheit. Trotzdem mag ich meinen Aatrox sehr. Ich finde Aatrox cool. Okay, ich sollte eigentlich mein Herald sein. Aber den einfach zu starten, während Echo Botlane ist. Also einfach so witzig, wie er es geschrieben hat, ne? Weil er legit so geschrieben, I will start it. Please back me up. Kein Scheiß, aber auf alles. Startet einfach den Herald und dann hofft er aufs Beste. Oh, ich habe nicht mein Item durchbekommen. Fucking bloß. Ich wollte mich gerade hier um 500. Aber ich habe lieber eine Rede geschwungen, als meine Champions, meine Knöpfe zu drücken. Und leider kein Assist auf Kha'Zix bekommen, der ist neben mir gestorben und ich habe keinen Triumph-Bock gehalten, deswegen war ich nicht so tanky. Bam! Schön! Das gehe ich jetzt nach Goredrinker. Steryx Gage wäre eine mögliche Option. Der Stance, die Gegner haben eine Menge AD, aber da hat eigentlich gerade nur weigert mich halt keiner gewone-shottet, I guess. Hab ich geultet, ergibt Sinn. 600 Gs, 600 Damage. Ja, Spirit Visage würde mich eine Menge healen. Was ist Steryx Gage? 40, 400 Leben, taking Damage. Ja, komm, nehmen wir die Scheiße mit und packen sie ein. Es hielt mich ja auch. Das hat theoretisch Scaling mit meiner Ult. Ja, hätte ich mein Item durchbekommen, hätte ich mich auf jeden Fall eine Menge geheilt. Oh! Genau so. Actually, Aatrox hat jetzt ja Tiamat. Vielleicht habe ich jetzt endlich Wave Clear auf meinem Champion. Ach, guck dich an, meine Qs machen einfach kein Damage. Und dafür habe ich dieses Item. Ich drehe mich und ich töte die Minions. Und es executed ja auch Minions unter einer bestimmten Anzahl an HP. Oh, ist richtig nice, wenn man die Mage-Minions mit der dritten Q angreift und selber nicht sterben. Das macht mich richtig geil. Du bist ein fucking Dämonenkönig, Gott, irgendwas. Dann Qst du dir und nichts passiert. Er ist geflasht. Ha! Jenna, du Bam! Oh, Jack, warum isst du darauf nicht? Oder Rakan weh? Beide reported. Oh, bam! Nein, 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 don't do it, don't do it! Oh, guter Kennzeichen von Jenna. Und jetzt nach vorne gehen, das Item benutzen, healen, wehen, boom, zurückziehen, bam!
Bam! Falsche Richtung gequeued, Jenna. Was passiert den besten? Und, oh, der gemisst. Oh nein, don't army. Weiger. Ah, okay, er hat den anderen gehabt. Und mein Item gewastet. Ich dachte, Kha'Zix wäre nicht da. Der war einfach nur unsichtbar. Hat sich gereimt, Twitchet. Ja, gut. Wollen wir nicht übertreiben. Bam! Er slasht da rein. Davor wollte er nicht. Smart. Bam! Bam! Oh nein! Oh! Oh, we end this. We end this now. Okay, wir so. Oh nein! Ich hab nicht, ob ich rauf kann, Millionen. Ah! Oh, hier! Es ist eine Tragödie. Es ist einfach eine Tragödie. Aber ich hätte sofort in den Cage laufen sollen, dann kann ich danach vielleicht wegrennen, aber ich hatte keinerlei Tenacity. Normalerweise wäre es insane, hier Death Dance zu kaufen. Das alte Death Dance. Aber das neue gibt mir halt keinerlei Magic Assist, von daher ist es nicht gut. Ich brauche ein bisschen MR gegen Valga schon. Ich habe auch Attack Speed in Ruhe genommen, weil, ja, es sich nicht wirklich lohnt, Tenacity zu gehen gegen einen einzigen Stun, den ich noch, der auch nicht wirklich auf mich procken sollte. Weil ich meine, gerade eben war ich gestunt, aber ich wäre so oder so gestorben zum Beispiel. Generell gegen sowas Tenacity zu gehen, gegen nur ein Spell, ist halt nicht so insane. Da ist 18% Attack Speed schon besser. Okay, ist das irgendwie ein Anticlimatic Ende, das einfach enden. Ich einen krassen Fistfight haben mit meinem QSS gegen Weiger und meinem Gore-Drinker. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt der Cleaver First immer noch extrem gut. Weil es halt so, ne, früher seid ihr auf Arthurs, auf Riven, oftmals Caulfields Warhammer Kindlejam gegangen, weil die Items einfach krass waren. Dann seid ihr damit dann Cleaver und der Stance gegangen am Ende. Und jetzt könnt ihr halt einfach Cleaver mit den beiden Items kaufen. Ihr geht einfach Kindlejam und habt sofort Caulfields Warhammer und Kindlejam für das gleiche Item statt für zwei Items. Also ihr habt einen sehr, sehr frühen Power Spike. Und auch zeitgleich könnt ihr euch drei Longswords kaufen für Cleaver, was einfach sexy ist. GG! And it's sweet, sweet.